In ganz Deutschland leben heute etwa 200.000 Rothirsche, Kühe und Kälber, das sogenannte Rotwild. Davon etwa 30.000 in Bayern. Es kommt zwar in ganz Deutschland vor, aber nur auf 25% der Fläche. In Norddeutschland darf das Rotwild komplett frei wandern. Es lebt, wo es will. Aber im Süden ist es beschränkt auf spezielle Gebiete. Nur da darf es leben. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung fordert Freiheit für das Rotwild. Im Duvenstädter Brook bei Hamburg wandern Hirsche in einer Heidelandschaft ganz wie sie wollen. Wir finden, es ist ein behördlicher Anachronismus, dass der Mensch den Wildtieren sozusagen vorgibt, wo sie denn leben dürfen und wo nicht. Und wir finden, das hat nichts mit einem modernen Umgang mit Wildtieren zu tun, wenn man sie einsperrt in irgendwelche Gebiete. Und deswegen stemmen wir uns mit aller Kraft gegen die Ausweisung dieser Rotwildgebiete. In Bayern hat das Rotwild nicht überall Platz für große Wanderungen. Manche Populationen sind auch genetisch komplett isoliert, wie etwa die Hirsche in den Isarauen bei Freising. Wir wissen erstmal, dass es teilweise zu genetischen Problemen führt. Es gibt erste Anzeichen dazu, dass verinselte Populationen genetisch verarmen. Aber unser Hauptargument ist gegen diese Rotwildbezirke, dass es einfach ein Stück weit ja auch zur Demut gegenüber der Natur gehört, dass man den Tieren eben nicht sagt, wo sie leben dürfen. Bei uns lebt das Rotwild zurückgedrängt in Bergregionen. Im Winter findet es dort nichts mehr zu fressen. Normalerweise würde es dann in die tieferen Lagen wandern. Weil es dort nicht hin darf, wird es im Winter eingesperrt. Wie im Nationalpark Bayerischer Wald. Wir sind dort unterwegs mit dem Jäger Michael Penn und Franz Leibel, dem Leiter des Nationalparks, zu einem der vier Wintergatter. Mit dem ersten Schnee wandert das Rotwild aus den Bergen in die Gatter, da es dort gefüttert wird. Die Gatter werden dann geschlossen und das Rotwild ist in einem weitläufigen Gebiet, etwa 40 Hektar, eingesperrt. Dann haben wir einen Bestand so von ca. 100 Tieren herin, ne? Ja, von 100, 120, ja. Je nach Winter- und Schneelage. Die Wintergatter wurden schon sehr früh bei der Gründung des Nationalparks eingerichtet und errichtet. Das hängt damit zusammen, weil die Rothirsche sommers über in den Hochlagen leben und winters über in die Tallagen runterziehen und ins Vorfeld des Nationalparks abwandern würden. Und das dürfen sie nicht und können sie auch zum Teil nicht mehr, weil die Winterlebensräume dort fehlen. Und darum hat man diese Wintergatter als Ersatz-Winterlebensräume eingerichtet. Auf die vier Wintergatter verteilen sich etwa 300 Rothirsche und Kühe. Das sind etwa zwei Drittel des im Nationalpark lebenden Bestandes. Das heißt, ein paar Hirsche bleiben lieber draußen. Im Gatter gibt es Heu, Grassilage, Apfeltreber und als Schmankerl Zuckerrüben. Ein Paradies auf Erden. Es ist Vormittag. Ob die Tiere bald kommen? Sie werden eingesperrt, um zu verhindern, dass sie die umliegenden Wälder kahl fressen. Seine 30 Hektar Wald grenzen direkt an den Nationalpark. Klaus Berndl ist Waldbauer. Früher zog im Winter viel Wild durch seinen Wald. Rotwild frisst die Rinde der Bäume und schält sie somit. Noch heute sieht man die Spuren. Normalerweise wäre da rundum um Rinde. Und hier sieht man die Schälstelle. Durch diese Schälschäden treten Fäulnisbakterien ein. Ein solcher Baum im Erntealter ist ca. 8 bis 10 Meter in die Höhe gefault. Das ist ein riesiger finanzieller Verlust. Seitdem das Rotwild im Winter in den Gattern lebt, finden die Waldbauern keine großen Schälschäden mehr. Die Hirsche und Hirschkühe kommen inzwischen zögerlich zur Futterstelle. Sie werden einmal täglich gefüttert. Eigentlich widerspricht diese Haltung den Grundprinzipien eines Nationalparks: Natur, Natur sein zu lassen. Deswegen versuchte der frühere Leiter des Nationalparks, die Wintergatter wieder aufzulösen. Aber er scheiterte. Sogar mit einem Kompromissvorschlag. Es wurde diskutiert, diese Wintergatter aufzulassen. Allerdings war die Akzeptanz in großen Teilen der Jägerschaft und auch bei den Waldbesitzern sehr gering. Gerade im Vorfeld des Nationalparks, sodass man gesagt hat, man belässt die Situation so, wie es ist. Klaus Berndl erinnert sich mit Schrecken an die Zeiten, als große Scharen Rotwild durch seinen Wald wanderten. Diese Bäume waren nur noch als Brennholz geeignet.
Ein großer Verlust für ihn und seine Familie. Der Wald war so weit, dass 90% des Jungwaldes komplett geschält war. Das sind grausame Erinnerungen. Das sind Nächte gewesen, da wo man nicht geschlafen hat. Und da erinnert man sich mit Grauen daran. Deswegen erscheint vielen beim Rotwild, wie etwa im Bayerischen Wald, die künstliche Situation der Fütterung in Wintergattern die beste Lösung.